So, willkommen zurück zu Cave Story. Ich habe gerade echt mehrere Bälle versucht gebraucht, um hier mit einem Lebenspunkt durchzukommen. Aber ich habe mich gerade da drin wieder komplett aufgefüllt. Mit die Munition und die Lebensenergie. Das Einzige, was fehlt, ist die Erfahrung beim Raketenwerfer. Aber ich glaube, damit kann man leben. Die brauche ich ja erst wieder zum nächsten Boss. So, jetzt geht's weiter hier mit dem Ei Nummer 0. Gibt's hier irgendwas? Ein kalter Wind bläst hier rein, okay. Und es gibt mal wieder Wörter auf dem Bildschirm. Das Schlüpfen war erfolgreich. Wer ist da? Ah, Kazuma. Ah, ich bin. Du bist es. Schön zu sehen, dass es dir gut geht. Ich bin der Einzige hier. Nachdem du in die Sandsohle gegangen bist, ist der Rest von uns losgegangen, um eine sichere Flucht sicherzustellen. Und dann kam Misery. Sie hat Sue mitgenommen und ich habe den Professor nicht gesehen. Der Doktor hat die Samen gefunden, ja. Nein. Ich gebe dir nicht die Schuld dafür. Der Sieg des Doktors war sicher von dem Moment an, in dem er die Krone bekommen hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er... seine Armee von wilden Ligas vollständig ist. Und dann wird wahrscheinlich noch nicht mal ich ihn aufhalten können. Wir haben keine Möglichkeit, außer zu fliehen. Ich dachte, wir wären vielleicht in der Lage, raus oder wegzufliegen, wenn wir einen Drachen hätten. Deswegen kam ich hierher. Und jetzt ist mein Drache geschlüpft. Will ich mit ihm entkommen? Was könnte ich denn sonst tun? Ich könnte noch versuchen, Sue zu finden. Ich weiß nicht, ich sage einfach mal ja. Was soll's? Es gibt keinen anderen Weg, okay? Wir haben getan, was wir können. Ah, deswegen ist da der Wind, weil da die Tür versteckt ist. Da ist die äußere Wand, so heißt der Level. Und ich sehe, ich bin ganz unten. Und da gibt es noch einiges mehr. Ich könnte jetzt wahrscheinlich losfliegen mit ihm. Geht rauf. Oh. Steuere ich das oder macht er das? Ich kann gerade nichts machen. Halt dich fest. Und ich glaube. Und so bin ich erfolgreich von der Insel geflohen. Nicht lange danach hat der Doktor seinen Angriff auf die Erde angefangen und hat die fliegende Insel als Basis benutzt. Haben die Länder der Erde dem Doktor widerstehen können? Wie auch immer, macht keinen Unterschied für mich, für uns. Zusammen. Irgendwo ganz tief in den Bergen, weg von dem Doktor, da wo der Doktor nicht hinkommt, haben Kazuma und ich gemütlich und leise und einsam unser Leben zusammen zu Ende geführt. Das Ende. Okay. Das ist eins der Enden. Ich weiß, das Spiel hat mehrere Enden. Das fand ich jetzt ja so ein bisschen traurig. Ich würde gerne nochmal mit dem Kazuma rausgehen in die äußere Mauer und mich nochmal umschauen, was es da draußen noch so gibt. Weil ich habe die Maschinenpistole, kann da rumfliegen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier wieder zurück kann. Und dann möchte ich gerne noch probieren, einfach mal Nein zu sagen, ob ich nicht irgendwie doch noch rumreisen kann, um die Insel vielleicht doch noch irgendwie zu retten. Ja, aber jetzt erstmal nach draußen und die Mauer draußen umschauen. Bei der Mauer draußen umschauen. Also ich denke mal, ich kann hier zurück. Ja, ich kann hier auf jeden Fall zurück. Und ich sehe gerade, da unten ist eine Tür. Aha. Das ist doch interessant. Aber bevor ich da jetzt hingehe, möchte ich erstmal wissen, was es hier oben noch so alles gibt. Das sieht doch aus, als gäbe es hier noch irgendwelche tollen Dinge. Aha. Oh, ist das ein Gegner? Sind das Gegner? Sieht so aus, ne? Ja, das sind Gegner. Da
das sind Gegner. Und der Raketner verbraucht Munition. Schwert. Wow, was ist das? Wow, was ist das? Ah, nein. Schnell wieder hoch. Oh mein Gott. Da oben gibt es bestimmt was. Boah, muss ich mich so hochkämpfen. Ne? Dann möchte ich doch bitte zuerst einfach mal gucken, was es da unten bei der Tür gibt. Hinter der Tür. Bevor ich mich nochmal da hochkämpfe. Mich da endgültig durchkämpfe. Vielleicht bin ich auch einfach vorbei. Da kann ich bestimmt runterfallen. Ja, war ja klar. So, was gibt's denn hier? Ich dachte gerade, ich kann in die Mauer rein. Ein kleines Haus. Oh, wer ist das? Was? Wo ist denn da mal hingerannt? Du hast nicht meinen Mann gesehen, oder? Wer bist du, Herr, mein Herr? Wer sind Sie? Was? Was ist das denn? Hä? Okay. Das sieht nicht nach einem Weg nach draußen oder so aus. Nun gut, dann versuche ich einfach mal ganz hoch zu fliegen. Gibt es eigentlich einen rechten Rand? Nein. So, wo bin ich jetzt? Genau, da ist die große Lanze. Die möchte ich mir... Achso, da gibt es nichts Besonderes, sehe ich gerade. Hui, der Raketenwerfer war es, ne? Genau, da aber auch ein bisschen. Und dann nehme ich das Schwert doch für die Gegner hier. Ah, das Schwert braucht auch Erfahrung. Stimmt, das habe ich ja vorhin beim ersten Versuch hier durchzukommen. Was? Was? Ach, das ist Sand. Meine Güte. Boah, ist das böse. Ah. Nein, ihr kriegt mich nicht. Nein, ihr kriegt mich nicht. Das sehe ich gar nicht ein. Ich möchte gerne das Schwert wieder hochleveln. Das Schwert Level 3 ist echt gut. Aber halt leider auf Level 2 nicht so sehr. Da ist die Maschinenpistole Level 3 doch deutlich besser. Raketen? Naja, habe ich vollzählig, brauche ich nicht. Ah, Schwert. Oder nee, Maschinenpistole. Da kann ich sogar doch fliegen. Ah, da bin ich ja schon fast oben. So, jetzt noch kurz da hoch. Und das ist für das Schwert. Wunderbar. Ah! Nein, der gibt ja so einen großen Erfahrungsbeulen. Den will ich für die Maschinenpistole. So, und dann habe ich da auch wieder Level 3. Jetzt möchte ich bitte da hoch. Oh ja, die sind harmlos, wollte ich gerade sagen. Sind sie gar nicht, hey, die bewegen sich auch nach unten. Genau, die springen langsam nach unten. Okay, ich glaube, ich bin oben angekommen. Ja, da ist eine Tür. Hm, was sich wohl dahinter verbergen mag? Was bist du denn? Ja! Töte mich nicht, ich bin ein Mensch. Ich wurde nur in einen Wieger verwandelt. Ich bin ein Mensch. Hm. Ich bin kein... Ist keiner von den Killerrobotern? Nö, bin ich nicht. Ja, du hast mich ziemlich erschrocken. Einfach so hier reinzuspringen. Du bist nicht zufällig dieser Retter, oder? Hm, doch. Ich bin Ito. Einer von den Menschen, die gekommen sind, um diese Insel zu erforschen. Diese Hexe Misery hat mich in diesen Hut verwandelt. Ich konnte fliehen, aber schau mich einfach an. Jetzt stecke ich hier fest. Du bist hier hochgeklettert, nicht wahr? Ich bin ein Ingenieur, der ziemlich gut ist, aber ich bin ziemlich, ja, ich habe eine Todesangst vor Höhlen. Oh, ich aber. Ich hätte nie hierher kommen sollen. Dann kann der doch bestimmt den Teleporter reparieren. Unter dem... Doch, du sollst den Teleporter reparieren. Ja, doch, den Teleporter reparieren. Moment, nein, komm ich her. Den Teleporter reparieren. Unter da, wo der Professor Booster gestorben ist. Eine Plantage. Wow. Das heißt, das eine Ende gerade war vollkommen optional. Und das Spiel geht hier einfach weiter. Eine Passage?
Wow. Was gibt's denn hier alles? Ich erforsche einfach mal da unten. Moment, wie komme ich da runter? Vielleicht sollte ich auch zuerst diese Gegner hier loswerden. Und wer braucht Erfahrung? Niemand braucht Erfahrung, aber ich brauche Heilung. So. Mal da nach unten. Ach, guck mal, der da. Ein Mann von der Oberfläche in der Tor. Benutzt Vimigas, um rote Blumen anzubauen. Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich möchte darin gerne schlafen und meine Lebensenergie auffüllen. Mist. Warum kann ich da nicht schlafen? Ich will schlafen. Mist. Oh, da unten gibt es einen Geheimgang. So ganz unten. So ein langer, dünner Gang. Und was gibt's hier? Pass auf, die Gunfiffs auf. Anmerkung. Wer sie als Plattform benutzt, tut das auf eigenes Risiko. Also man kann die Gunfiffs, wahrscheinlich Fische mit Waffen, als Plattform benutzen. Aber nur auf eigenes Risiko. Okay. Ist das der Gang da unten? Sieht so aus, ja. Also kann ich wohl in dem Rohr hier entlang laufen. Im Rohr da unten. Nein, Erfahrung brauche ich immer noch keine. Allerdings bräuchte ich Heilung! Nein, auch keine Raketen. Ich brauche Heilung! Nein, auch das nicht. Ich brauche Heilung! Nein! Heilung! Nein! Heilung! Oh. So, ich kann jetzt... Ah, da werde ich rausgespült, okay. Ich kann auch die Karte gerade nicht öffnen, um zu gucken, wo ich bin. Ah, da komme ich wieder raus, okay. Ich muss also wahrscheinlich zuerst die Strömung beenden. Die Strömung irgendwie ausstellen. Bevor ich da sinnvoll mit dem Rohr nach rechts reisen kann. Sind dann diese Fische gemeint? Das sieht so aus, ja. Das sah gerade so aus, als wollte der irgendwie schießen. Wow, da bin ich ja gerade so entkommen. Heilung. Ich glaube, diese roten Stacheln sind tödlich, aber da glitzert so was. Ich müsste jetzt mich einmal treffen lassen von dem Gegner, damit ich kurzzeitig auf der Tür steht. Kein Eingang und es ist verschlossen. Schade. Um kurzzeitig unverwundbar zu sein. Dann könnte ich wahrscheinlich in die Stacheln reingehen und mir das holen, was auch immer dort drin ist. Ich sehe gerade, es gibt mehrere Ausgänge. Ne? Es gibt da direkt unter dem Rohr, in das ich rein bin, gibt es zwei Ausgänge nach unten. Es gibt einen nach links und einen ganz weit rechts. Und einen halt so halb rechts, aus dem ich gerade rauskam, der eigentlich nicht wirklich toll ist, weil er einfach nur zurückführt. Ich will das einfach mal jetzt ausprobieren. Bevor ich... So. Bevor ich da... weiter nach oben gehe, möchte ich mal... Ich will mal ansprechen. Ja. Bevor ich da weiter nach oben gehe, möchte ich jetzt versuchen, dass... das Glitzerteil zu nehmen. Oh, Heilung. Sehr gut. Oh, mehrfache Heilung. Sehr, sehr gut. Hast du auch noch Heilung für mich? Nein, hast du nicht. Ja, weil so ein Glitzerteil hatte ich ja, glaube ich, schon mal irgendwo. Was war das denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Moment. Ah, eine Tür. Okay. Ob die unverbunden ist mit der Tür da hinten? Ich weiß es nicht. Ja, das ist der Unterschied. Wenn ich nicht springen drücke, dann schwebe ich so ein bisschen in der Luft. Wenn ich springen dazu drücke, dann fliege ich nach oben. Das ist das, was ich meinte, dass ich das dann, dass man eben doch relativ lange in der Luft bleiben kann, wenn man einfach springen dazu gedrückt hält. Die Springtaste. So, hier einmal weg. Und ich möchte gerne von diesen Fischen irgendwie getroffen werden. Ja. Okay.
Okay, aber die Schüsse fliegen scheinbar nicht ins Wasser rein. Okay, dann möchte ich gerne einmal getroffen werden. Ah, okay. Das funktioniert so nicht.